Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind hier gerade beim Stardew Valley Dings Festival, Volksfest, Dorffest, was auch immer. Und hier ist unser Stand. Wird ein paar Dinge ausgestellt. Und wir haben einiges hier gespielt, damit wir 2000 Sterne bekommen und die Sternfallfrucht bekommen, die man sich hier kaufen kann. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter. Nun, Patrick, hier, heute ist der große Tag. Unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr. Das Sternentower-Taler Volksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Ja, wir haben hier natürlich nur die besten Dinge reingetan. Also alles mit Gold, Stern oder halt die Edelsteine hier. Bist du mit deiner Auslage schon fertig? Aha, wir sind fertig. Kommst du mit? Ah, Pierre hat hier seine Sachen, seine ganzen Pflanzen, Getreidezeugs und hier haben wir die von dem anderen Hof mit den Viecher und hier ist unser Fischer. Ah, und dann schaut er sich ganz zum Schluss an, oder was? Nö. Was sagst du? Deine Auslage wurde bewertet. Gehe zurück zu Bürgermeister Louis für das Ergebnis. Ja, wir sind auch schon hier. Glückwunsch, du hast den ersten Platz mit einer Bewertung von 93 erreicht. Wow, cool. Dein Preis sind 1000 Sternmarken. Gib's nicht alle auf einmal aus. Und vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln. Ja, stimmt, wenn du auf das vergisst und das hier liegen lässt, ist es weg. Cool, 1000 Sternmarken haben wir dafür bekommen, hätte man gar nicht so viel spielen müssen. Aber ich habe gesehen, wir können uns stattdessen die Vogelscheuche kaufen. Und ja, das war's dann. Wir haben gewonnen. Verlassen. Wir wollen es verlassen, ja. So. Wir legen erstmal alles wieder hier rein. Preiselbeeren sind das, genau. Ne, das kommt weg. Das bleibt hier. Die Eier, haben wir gesagt, sammeln wir auch erstmal. Wir haben es tatsächlich gewonnen. Gut. Na dann. Ein erfolgreicher Tag. Ab ins Bett. Gut, das Geld war nicht ganz so erfolgreich. Naja, immerhin. Immerhin ein bisschen was. Oh, Tag 17 schon im Herbst. Die Zeit vergeht. Mache jemandem ein Geschenk. Aha, okay. Oh. Wir können wieder ein bisschen was ernten. Wir schon 5 Mais hier zusammen, haben wir schon. Ne, die heben wir sich auf. Wir werden jetzt einmal kurz den Verkauf ein bisschen einstellen und Samen generieren. Alles gießen, Mann. Komm, warum braucht er manchmal so lang? Ich frage mich, wie lange das dauert, bis die Honig bringen.
Alter, ich habe daher gezielt. Was macht? In welche Richtung er immer gießt. Ja, klar. Was brauchen wir eigentlich für die Samenmaschine? Holz, Kohle, Goldbarren. Da brauchen wir noch einiges an Kohle. Müssen wir viel Kohle produzieren. Hallo. So, schauen wir, dass wir uns gleich ein bisschen Holz holen. Viele Bäume hier. So, dann ist hier auch einmal ein bisschen mehr aufgeräumt, ne? Stein brauchen wir auch. Oh, wir haben gleich keine Ausdauer mehr. Nicht viel zum Verkaufen dieser Tage. Machen wir zur Sicherheit hier noch eine Vogelscheuche hin. Nicht, dass unseren wichtigen Kürbissen was passiert. Oh nein, das kann also gar nicht gehen. Die brauchen ja ein 3x3 Feld für einen Riesenkürbis, oder? Scheiße. Oh, 10 Holz, nicht 5. So. Ah, das ist
alles. Aber vielleicht gibt es ja bald wieder Preiselbeeren oder so zum Ernten. Yay, so zum Beispiel. Oh, und die Melanzani kann man auch schon ernten. Nein, nicht essen. Oh, und die Süßkartoffeln sind auch zum Ernten. Gut, gut. Schauen wir mal, ob wir noch einmal an Süßkartoffeln rankommen. Also, ob wir die noch einmal pflanzen können. Gut, dass heute Donnerstag ist. Pierre hatte nämlich gestern. Gut, gestern war auch das Fest, also da ist er nicht gegangen. Aber. Ansonsten hätte er gestern Zug gehabt. Dann hätte man vielleicht einkaufen gehen können. Das weiße Huhn. Ha, ich wusste, da hat sich was bewegt. Oh, 4 große Eier. Na gut, dann werden wir Gas wohl große Eier geben müssen. 12 Eier haben wir bereits. Hälfte schon erledigt und wir haben noch 11 Tage Zeit. Also Zeit haben noch mehr als genug. So wird sich alles ausgehen. Eine Süßkartoffel. Den Rest verkaufen wir wieder. Ne, halt. Haben wir die nicht schon? Die haben wir doch schon mal geerntet, oder? Ja, die ist schon da, die können wir schon verkaufen. Okay, noch einmal Süßkartoffeln. Wobei, die haben wir... Haben wir die nicht schon am Anfang angepflanzt? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber wenn ja, dann die brauchen die wirklich 18 Tage zum Wachsen. Sonst müssen wir halt nochmal einen Kohl nehmen. Zehn Tage. Das ist mir zu riskant. Weizen. Oder wächst im Sommer und im Herbst. Na, wenn das so ist, dann gib her ein bisschen was. Der bringt nicht viel, der wächst schnell, aber kostet halt auch nicht viel. Ne? Und wir müssen wieder sammeln gehen. Vielleicht gibt es ja schon wieder Brombeeren. Vielleicht sind die schon wieder nachgewachsen. So, Part geht ja noch ein bisschen.
Schauen wir nochmal nach unten. Nicht so, als ob hier allzu viel wäre. Ein Pilz haben wir hier. Da ist eine Brombeere. Jo, schwache Ausbeute. Sehr schwache Ausbeute. Gut, ich würde mal sagen, wir bereiten nochmal vor für einen Stall. Ich glaube, hier gibt es jeden Tag Pilze. Das war, also ich kann mich ja früher erinnern, dass das früher nicht so war. Okay. Ja, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher nicht so gewesen ist. So, alles ready. Was sagt die Zeit? Ah, geht ja noch, haben wir noch Zeit. So, Holz und Stein nehmen wir besser mit. Bisschen Dünger. Ah ja, und Lehm nehmen wir besser auch mit, nur zur Sicherheit, nicht dass dann. Dass wir noch ohne Lehm dastehen, wenn wir ihn vielleicht brauchen. Oh, hallo, was machst denn du hier? Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde. Pumpe oder so. Bedeutet das irgendwas? Naja. Du hast mir ein Geschenk gebracht, danke. Ja, war jetzt nicht unbedingt das Wichtige, aber immerhin. Quest erledigt, sie hat was bekommen. Solange es ein bisschen Plus bringt, nachdem wir gerade keine Amethysten haben. Hoppla, da lang. Hi Kumpel, Demetrius. Auch er ist Demetrius. Der wollte ja doch mal irgendwas haben. Also nicht das mit den Krabben, das er mal gemacht hat, aber irgendwas wollte er doch mal haben. Und ich habe eigentlich dran gedacht, das wäre der Zauberer. Keine Ahnung, wie der heißt. Alter, ernsthaft jetzt? Du bist immer hier willkommen. Ja, ach, komm. Wir sind zu spät. Und zwar um ein klitzekleines bisschen. Toll. Mann. Oh, hey, warte, da liegt ja was rum. Noch eine Haselnuss und eine Pflaume. Und noch eine Haselnuss. Dann gibt es ja wieder ein bisschen Geld heute.
Gut, dass sowieso wir in der Früh noch die Preiselbeeren geerntet. Hey. Da liegt der Korb. Aber wie komme ich da hin? Hä? Okay, das... Dann gehen wir mal kurz in die Verlängerung, das muss ich mal jetzt anschauen. Wie kommt man da hin? Man kann nicht einfach die Straße lang gehen, oder? Oder doch? Doch, man kann daher. Ich hätte sogar nicht gewusst, dass man daher kann. Da ist der Korb, den Linus sucht. Interessant. Wer ist Linus überhaupt? Er ist das, okay. Na gut, den bringen wir ihn dann wahrscheinlich morgen. Ich hoffe, Robin hat am Freitag geöffnet. So, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht.